Interaktiver Strickenbildschirm erklärt. Das ist ja unser Interaktivbildschirm. Hier unten sehen wir unser ganzes Nadelbett, was wir stricken werden. Hier ist ein Raglan-Schnitt, Vorderteil, Größe 48. Hier fängt es an, dass er anzeigt, in welcher Reihe wir uns befinden. Da wir noch nicht angefangen sind, sind wir hier in Reihe 0. Die maximale Reihenzahl wird unten angezeigt. Wir haben 212 Reihen. In diesem Bereich wird das nächste Teil angezeigt. Das ist natürlich die nächste Reihe. Also die dann käme, wenn wir die erste gestrickt haben. Und hier würde unser Musterteil, der Rapport, angezeigt werden, in welchem Reihenbereich wir uns gerade befinden. Das ist die linke Nadel von 0 bis 82, die wir jetzt brauchen. Und die rechte Nadel von 0 bis 82. Diese Nadeleinstellung müssen wir jetzt tätigen. Dann kommt hier die Instruktion, was für ein Schlitten, wo wir gerade stehen, ob wir Abnahmen haben, ob Farbwechsel ist. Das erfolgt hier und wird noch unterstrichen durch die Vorschau des Auges, in dem das Gelb hinterlegt wird und auch aufblinkt. Und dann diese Sprachansage. Hier hätten wir einen automatischen Klingelton. Hier haben wir auch verschiedene Töne, die wir, glaube ich, auswählen können. Und hier haben wir einen Alarmton. Ich benutze aber überwiegend die Sprachausgabe, weil die ist schon einfach toll. Hier haben wir nochmal Informationen, wenn wir jetzt etwas über unseren Schnitt nochmal wissen wollen, welchen Schnitt wir haben, welche Maschine ausgewählt ist, welches Schnittteil wir ausgewählt haben, unsere Maschenprobe, wo der Strickschlitten steht und so weiter. Hier steht jetzt die maximale Maschenzahl. Hier haben wir ja die maximale Reihenzahl und hier ist die maximale Maschenzahl. Und die steht hier bei 82 links und 82 rechts, ist ganz klar, weil wir hier auch die breiteste Maschenbreite haben. Ab hier oben geht es ja in die Abnahmen und es kommt ja nichts Neues dazu. Würde der Schnitt jetzt weitergehen, dann würde hier auch die maximale stehen, aber die wäre dann von diesen Zahlen, die daraus ausgehen, aus dem schrägen Schnitt. Wenn ich jetzt mit diesen Pfeiltasten diese Strickrichtung verändere, dann sehen wir, dass es hier oben angezeigt wird. Also er zählt praktisch mit, jede Reihe, die wir stricken. Gehe ich auf diesen, komme ich wieder unten auf die 0 und gehe ich den auf oben, komme ich ins obere Ende. Ich gehe jetzt also wieder nach unten. Dieser Bereich ist sehr interessant. Der zeigt uns nämlich an, ab der 131. Reihe müssen wir, hier ist ein Minuszeichen, 7 Maschen abnehmen. Hier erscheint ein Minuszeichen für abnehmen und ein Pluszeichen für zunehmen. Das vorne sagt immer an, ab welcher Reihe es passiert. Und hier steht dann, wie in welcher Höhe das nächste passiert und was, wie viel da passiert. Also 7 Maschen jetzt abnehmen, 2 Reihen weiter, eine Masche abnehmen. Auf dieser Seite passiert in der 132. Reihe wieder 7 Maschen abnehmen. Das S steht bei mir für Maschen, bei euch steht ein M. Und dann nur noch einmal eine abnehmen. Und dann kommen wieder neue Vorgaben. Jetzt gehe ich mit dem Schlitten mal nach oben. Jetzt bin ich hier in der vorletzten Reihe. Er zeigt mir hier jetzt an, eine muss ich noch, bis was wieder passiert. Ich gehe jetzt also die eine weiter. Und diesmal passiert es, er will jetzt linke Seite 7 Maschen abnehmen. Ich bin in der 131. Reihe, ich komme zur 132. Reihe. Ich habe nun nach der Abnahme auf der linken Seite nur noch 75 Maschen, auf der rechten immer noch 82. Kann jetzt aber genau sehen, die nächste Reihe ist die 132., die kommt ja. Und da sagt er mir wieder 7 abnehmen und dann noch in der nächsten Reihe nochmal wieder eine. Also gehe ich jetzt einen höher. Nun nehme ich diese 7 auch auf der rechten Seite ab. Nun habe ich auf beiden praktisch wieder die 75 Nadeln. Und jetzt sind wir in der 133. Reihe und jetzt will er einmal eine abnehmen. Das mache ich jetzt auch. Und nun sehen wir, das ist das, was hier unten geschieht, was in unserer Reihe jetzt passiert ist. Und hier oben steht, was in der nächsten Reihe, in der passiert. Da geht es wieder eine Masche abnehmen und das jetzt alle 2 Reihen und das Ganze noch dreimal.
Und in der, hier ist es dann umgekehrt, hier ist eine Masche abnehmen in jeder zweiten Reihe, aber nur noch einmal. Das liegt an unserem exakt Stitch Layout, dass es nicht so ganz genau ist. Jetzt sehen wir die 140. auch einmal. Das waren diese zwei Reihen. Jetzt will er hier in der 137. eine Masche abnehmen und das Ganze zwei, in jeder zweiten Reihe zweimal. So. Jetzt nimmt er nämlich rechts nur ab. Also das ist, würde ich jetzt vorher natürlich im Exakt-Stitch-Layout gleichmäßiger machen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. So, das wäre das. Jetzt kommen wir mal zu diesem unteren Bildschirm. Und zwar haben wir hier einmal eine Lupe und zwei Pfeile. Die Pfeile sind dafür da, dass wir diese Anzahl der Reihen verringern können, weil wenn uns zu viel geht, beziehungsweise rauf und runter, wenn wir schon höher im Gestrick sind, um mehr zu sehen. Wenn wir am Anfang der Reihe sind, dann verkürzt er die Reihen, dass es weniger werden. Interessant ist diese Lupe hier. Ich nutze ganz selten diesen Bildschirm, sondern ich nutze ganz viel diesen hier. Wir sehen jetzt, hier ist die 0. Dieses hier ist unsere rechte Seite von der 0. Und dieses ist unsere linke Seite von der 0. Und immer wenn das dunkelblau ist, dann sind wir im Strickbereich. Wird es dann mal hellblau, dann ist das diese verkürzten Reihen, wo sie stillgelegt werden. Ich nehme die Lupe ein zweites Mal und jetzt habe ich drei Teile. Jetzt geht das Nadelbett von 0 bis 40, hier unten rechts und links. Und von der 40 an weiter bis zu den Maschen, die wir brauchen, getrennt die rechte und die linke Seite. Also auch sehr interessant. Klicke ich nochmal drauf, bin ich wieder in einem alten Maschenbild. Das wäre jetzt so grob dieser Eindruck von diesem Bereich, wie wir das uns erklären. Jetzt haben wir ja noch diese Funktion. Das heißt, ich sage ihm jetzt, er soll losstricken. Jetzt sagt er mir, dass ich den Schlitten rechts platzieren soll, dass ich jetzt losstricke von der 138. Reihe und ich soll jetzt OK sagen. Dann stellt er nur noch fest, wo jetzt praktisch unsere Musterbegrenzer stehen sollen. Und dann sage ich okay, dann lädt er das Muster. In meinem Falle ist ja interaktives Stricken nur im Schlitten. Bei Brasa habt ihr das ja vorher geladen. Da werde ich ab demnächst mal eine Einführung in Brasa bekommen und dann kann ich euch auch etwas besser helfen. Das war es erstmal. Tschüss.